Neuheiten am 24. 24-Stunden-Rennen am 6., 7., 8. in Schütz. Zum Schnapszahljubiläum startet heute zum ersten Mal ein Kinderlaufradrennen für die kleinsten Biker. Und zwar in zwei Kategorien, mit und ohne Pedale. Los geht's am Samstag vor dem eigentlichen Rennen. Mitmachen können die Kinder ab 5 Jahren. Die Strecke ist im Start-Ziel-Bereich und beträgt rund 300 Meter. Anmelden kann man zwischen 10:30 und 10:30 direkt auf dem Schulhausplatz. Es gibt wie bei den Profis eine Startnummernausgabe vom 11 bis 12 und am 10:50 eine Streckenbesichtigung. Der Start ist dann am 10:30 für ohne Pedale und am 1 für mit Pedalen. Die Preisverleihung ist am 3. Jeder ist ein Sieger, für alle gibt es einen Pokal, das wird ein Gaudi. Gaudi? Genau. Zum ersten Mal gibt es heuer nämlich noch ein Oktoberfest in Schütz. Da hat sich das OK wieder einiges Neues überlegt. Und es ist dann nicht nur das erste, sondern das erste überhaupt, nämlich schon am 6. August. Am 24-Stunden-Rennen in Schütz ist man einfach schneller. Also, packt das Dirndl oder die Lederhosen aus, das wird garantiert ein Gaudi. Genial wie immer mit Gratis-Eintritt für verschiedene Lokale mit DJs, Livebands, Food und Drinks. Mehr Infos findest du unter www.24stundenrennen.ch oder auf Facebook.